Wir hatten ein paar Tage immer frei, konnten ein bisschen abschalten und ich glaube, es tat ganz gut für den Saisonendsport auch mal ein bisschen was anderes zu machen, als nur jeden Tag in der Halle zu stehen und konnten so Kraft tanken, das gute Wetter letzte Woche genießen und jetzt sind wir, denke ich, alle gut fit und können dann angreifen für die nächsten Wochen. Ich denke, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Gegen die Eulen müssen wir einfach gut spielen, dürfen uns nicht zu Fehlern verleiten lassen und müssen einfach, wie gesagt, komplett wach sein und wir dürfen uns da nicht von anderen Sachen beeinflussen lassen, sondern müssen uns auf uns konzentrieren. Es ist ja eine ganz kleine Halle und sehr eng und wird auf jeden Fall komplett voll sein. Ich denke, die Stimmung ist immer gut. Die Halle steht immer hinter der Mannschaft. Von daher wird das schon ein sehr, 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 sehr hartes Spiel für uns. Und wir dürfen uns nicht von dieser Stimmung anstecken lassen, sondern müssen unser Spiel durchziehen.